Running. Leute, ich habe heute ausnahmsweise meine Hose an. Das ist ein ganz anderes Gefühl. Also ich habe schon sonst auch Hosen an, aber halt Jogginghosen. Heute habe ich eine richtige Hose an. Also, guckt euch diese Hose an. Ich bin stolz auf mich. Mhm. Weißt du, auch so eine Hose, weißt du, die wird immer länger, desto mehr ich esse. Und dann am Abend, dann platzt sie auf. Jetzt geht's los. Spätzle mit Soße. Ich sehe hier schon wieder aus. So wie bei Hempels und am Sofa. Das war zu doll. Danke. Guck mal, wir könnten auch immer so sitzen. Das ist einfach so ungefähr. Hallo und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von Leo und Leo. Sie macht freiwillig. Glaub mir. Ja, okay, gut. Jetzt bin ich bereit. Hallo Freunde und willkommen zu einem neuen Video von uns zwei Tröten. Leo und Steph. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es nach sehr, sehr, sehr langer Zeit mal wieder ein Wir probieren eure ekligen Essenskombinationen aus. Wenn ihr das letzte Video geguckt habt, dann wisst ihr, wie das geendet ist. Ich glaube, da muss ich kotzen. Oh mein Gott, kotzt du? Ihr dürftet uns bei Instagram eure Vorschläge schicken und davon haben wir uns jetzt ein paar ausgesucht. Also folgt uns gerne bei Instagram, wenn ihr das nächste Mal auch um genau zu sagen, wir haben 6 Kombinationen rausgesucht und wir werden jetzt gleich anfangen mit der ersten. Ja, okay, es geht jetzt los. Die erste Kombination ist Nutella mit Nudeln. Das stellt mir echt ekelhaft vor. Wir haben einmal Nudeln. Dann haben wir einmal Nudeln. Das ist kein Nutella. Warum hast du kein Nutella besorgt? Ich schwöre, ich wollte dir vorhin schon Anschluss geben, weil ich das gesehen habe. Ach so, ja, aber es gab kein Nutella, weil Nutella war im Angebot für 1,99 und das Regal war komplett leer. Komplett leer. Ich habe sogar in die hinterste Ecke habe ich geguckt und das war keins mehr da. Was? Oh mein Gott. Und deswegen habe ich die genommen. Ja, cool. Aber das ist ja so ähnlich. Nee, es ist nicht. Das ist viel nussiger. Okay, gut. Jetzt einfach die Nutella auf die Nudeln und dann schön umrühren, oder was? Ja. Dazu packen wir jetzt das Nutella auf die Nudeln. Oh, ich bin schon... Das sieht richtig eklig aus. Also, wer isst sowas, Freunde? Niemand, deswegen sind das ja auch eklige Essenskombinationen und nicht leckere Essenskombinationen. Hä, nein, es gibt ja Leute, das ist ja der Sinn der Sache, die das essen und die das lecker finden. Obwohl es weird ist. Dann nehmen wir uns mal beide eine Gabel. Mit dem Messer gehst du jetzt aber nirgendwo mehr rein. Ne? Das finde ich richtig ekelhaft. Ja, schön. Ne? Aber ich finde schon, dass wir eine dicke Gabel nehmen, oder? Hast du eine dicke Gabel? 2 Nudeln sind eine dicke Gabel. Wie viel hast du jetzt? 3. Okay, bereit? Ja, cheers. Cheers. Nee, ich will das nicht essen. Ich finde, man kann es essen, weil es sind halt Kohlenhydrate mit was Süßem. Man kann ja auch Kartoffeln mit was Süßem essen. Du hast nicht gehen. Du isst ja sogar weiter. Nee, das will ich nicht essen. Ich habe Hunger, Leute. Aber hey, wenn ich das glücklich mache, das zu essen, diese Nudeln sind auch so richtig kalt. Bäh. Ja, die sind auch noch von gestern. Ja. Und die erste Kombination überlebt, die war ziemlich sehr spannend. Komm, mit so zwei, würde ich sagen. Ich glaube, ich bräuchte einmal ein Schluck Wässerchen zum Nachspülen. Damit mein Feinschmecker-Daumen jetzt wieder bereit ist für neue Lebensmittel. Denn, meine Lieben, die nächste Essenskombination ist Banane mit Ketchup. Boah, also das finde ich ja extrem eklig. Das, meine lieben Freunde, finde ich, ist Körperverletzung. Wir haben hier eine Banane. Okay, Leute, wir brechen die Banane jetzt in 2 Stücke. Okay, bist du bereit? Nee. Oh mein Gott, das sieht so widerlich aus. Oh mein Gott, also das ist gerade wirklich eine Überwindung für mich. Okay, für mich auch. 3. Oh nee, das sieht aus wie so ein Blutpenis. Ich weiß auch nicht. Das sieht aus wie ein benutztes Tampon. Oh, was? Oh mein Gott. Was? Oh, das. Okay, gut. Aber schon einmal richtig reinbeißen, ne? Leute, wir nehmen das ja ernst. Also, 3, 2, 1. Jeden Fall runterschlucken können. Ich hab's auch runtergeschluckt. Schluck, Fenster, Schluck, Fenster. Oh. Also, wer das nice also, findet. Der hat auf jeden Fall, also. Ja, gut. Kommen wir zur dritten Essenskombination, die da lautet: Pommes mit Eis. Und dafür müssen wir jetzt die Pommes erst zubereiten. Ja, ich habe extra Mikrowellenpommes gekauft, Leute. Und ich habe veganes Fetteis für 8 Euro. Mhm. Ich erledige das mal. So, Pommes mit Eis habe ich tatsächlich noch nie gegessen. Wir haben hier mal gespannt. Ein veganes Ben & Jerry's. Es gibt echt leckere vegane Eis. Für 8 Euro, darf ich das nochmal sagen? Ja, das macht das Ganze dann schon wieder weniger spaßig. Dazu tunken wir jetzt einfach den Löffel ins Eis.
Und dann eine Pommes dazu, oder was? Ja, noch mal zwei. Ja. Geil. Geil? Mhm. Oha, ich will auch. Gib her, los. Wow, schnell. Das Eis ist auch richtig krank. Tschüss. Also Leute, vegan ist echt viel einfacher als gedacht, muss ich sagen. Ich habe Steffi angesteckt, Freunde. Hätte ich nicht gedacht, dass das so einfach ist. Geil, oder? Noch mehr. Oha. Ja, Mann, das ist richtig gut. Geil. Ja, okay, das war's dann mit dem Video. Tschüss, Freunde. Gerade wenn die Hormone so durcheinander stehen. Ist perfekt. Da weiß man auch nicht. Wenn man süß oder wenn man salzig, man will alles. Ich bin seit ein paar Tagen, ich könnte einfach die ganze Zeit fressen. Ich gehe immer wieder zum Kühlschrank, stehe immer wieder davor, weiß nicht, was ich will. Und ich muss einfach dann alles miteinander vereinen. Vielleicht bist du auch schwanger. Ja, Leute, Baba. Ich will gar nicht weitermachen. Ich will genau bei dem bleiben. Sorry. Da ist eine kleine Fresssäcke gerade. Und ich einfach für so Kühlschrank. Aha. Oh, kannst du was zum Händeabwaschen mitbringen? Ja, was? Wir haben kein Thema mehr. Klopapier. Ich habe das Gefühl, das Klopapier verbrauchen wir so schnell. Wir haben sowieso einen Klopapier verbraucht, der ist nicht von dieser Welt. Ey, also, denke ich mir auch gerade. Ansonsten bin ich positiv überrascht von diesem Bambus-Klopapier. Ich hätte gedacht, das ist viel härter, aber es ist total weich. Okay. Also ich muss sagen, das ist schon ganz geil. Ich habe das Gefühl, die Rolle geht noch schneller leer. Okay, Leute, gut. Mit die 5 Pommes können wir es auch noch essen. Na gut. Ja, Leonie. Oh Mann, Entschuldigung. Okay, jetzt geht's weiter. Also, jetzt geht's wirklich weiter. Jetzt habe ich auch keinen Hunger mehr. Nee, also jetzt. Jetzt reißt sie mir auch Eis und sagen. Wir stecken so Pommes in der Speise. Die nächste Essenskombination lautet Butterbrot mit Gummibärchen. Mmh, und das haben wir schon vorbereitet. Genau gesagt, ich habe es schon vorbereitet. Oh, sorry. Dafür war ich im Supermarkt, okay? Ja. Das sind keine originalen Gummibärchen, aber who cares? Das sind oder? Sogar saure Gummibärchen. Also ja. Das wird wahrscheinlich noch mal ekliger. Soll ich durchschneiden oder wollen wir das? Das können wir auch so abbeißen. Wir können gleichzeitig abbeißen. Okay. Also du da und ich hier das Herz. Das ist dann voll romantisch. Okay, gut. 1, 2, 3. War ganz schön, ja. Ich schmecke nur Gummibärchen. Das Gummibärchen ist sehr penetrant. Jetzt ist es eklig. Oh nee, Leute. Boah, der Schuss ist echt eklig mit diesem kleinen Bräckchen noch da. Das wird dann so ganz komisch. Ja. Kann ich aus gesundheitlichen Gründen nicht empfehlen, Leute. Okay, Gummibärchen und Brot sollte man trennen. Das ist zwar auch süß und deftig, aber es passt irgendwie einfach nicht. Nee, irgendwie nicht. Ja, kommen wir zur vorletzten schon. Vorletzten. Und zwar ist das Kakao plus Orangensaft. Boah, das stelle ich so mir abartig vor. Wow. Ja, mir einmal Kakao. Dann haben wir Brotsaft. Schön schütteln, Freunde, damit das Fruchtfleisch auch, ja, also von unten auch nach oben kommt. Nehmt ihr eigentlich eure Säfte mit? Fruchtfleisch oder ohne? Stimmt man hier oben ab. Ich bin auf jeden Fall pro Fruchtfleisch. Ich auch. Sehr gut. Echt? Wusste ich gar nicht. Hä, ich? Hätte ich mir nicht gedacht. Ich stehe so auf Fruchtfleisch. Hä, krass, hätte ich nicht gedacht. Ohne Fruchtfleisch bin ich voll eklig. Hä, ich auch. Oh mein Gott, das meinte ich gar nicht. Oh. Oh, ich habe was Neues gelernt von dir. Wir passen viel besser zusammen, als ich dachte. Und auch. Oh, oh Mann. 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 Oh, wir müssen jetzt gegenseitig immer Frühstückssäfte zusammen. Oh, toll. Wisst ihr, wir verlieben uns immer wieder neu. Ja, das ist total schön. Ja, ja, gut. Okay, rein damit. Rein damit. Oh, nee. Sieht schon aus wie Kotze, Leute. Mach mal schön um, oder? Das hat keine gesunde Farbe. Okay, ist bereit. Dieses Mal musst du schlucken. Das klingt immer so pervers. Wir sind auch ein bisschen pervers, müsst ihr auch wissen über unsere Persönlichkeit. Menschlich sind ziemlich abstoßend. Okay, 1, 2, 3. Boah, nee. Oh, nee. Also der Schluss ist echt eklig. Man kann irgendwie auch nicht definieren, was es ist. Ja, genau. Es ist Kakao, Oder Orangensaft. So. Es trennt sich auch irgendwie. Es verbindet sich nicht. Ja. Aber wenn du denkst, wir haben das Schlimmste schon hinter uns, dann hast du dich getäuscht. Oh, nee. Denn der Ketchup kommt wieder ins Spiel. Denn unsere letzte Essenskombination ist Brot mit Peanut Butter und Ketchup. Irgendwie schmeckt der O-Saft komisch. Ja, oder? Ist der Flaschen abgelaufen? Ich bitte auch noch. Ich wollte gleich mit dem Fahrrad raus. Ich nicht. Ich bleib heute drin. Das ist unser Brot. Leute, ich stehe auf Erdnussbutter. Ich könnte da drin baden. Ich habe das gesund, in Erdnussbutter zu baden. Das sieht alles so widerlich aus. Okay, Freunde, weil wir es viel haben, wir haben ja hier noch diesen Teller mit Ketchup und kein Messer, gucken wir jetzt einmal das Brot einfach in den Ketchup. Okay, go. Lecker. Das versaut mir meine ganze Erdnussbutter. Ja, Mann. Ich esse jeden Tag Erdnussbutter. Das muss ich immer daran erinnern. Und es ist auch so ein Trugschluss, weil man denkt, es könnte auch Marmelade sein. Und Marmelade mit Erdnussbutter. Freunde, ihr wisst. Ich muss sagen, dieser Ketchup schmeckt auch irgendwie komisch. Ja, eigentlich bin alles, was ich gekauft habe. Aber ich hätte auch einen anderen Ketchup gekauft. Das wird jetzt wieder sehr nah. 1, 2, 3. Der macht es halt auch nicht besser. Ich jetzt auch
So, ich habe einen richtig ekligen Geschmack in meinem Mund. Das Ding ist, diese Erdnussbutter, die ist so super penetrant. Dann kommt der Ketchup durch und man denkt so, alles aus. Boah, das ist echt übel. Leute, ich kann nie wieder Ketchup essen, glaube ich. Aber wir haben es überlebt. Also ich muss jetzt ganz schnell Zähne putzen. Deswegen muss ich dieses Video beenden. Okay. Ich habe jetzt auch keine Lust mehr. Irgendwie fühle ich mich auch erniedrigt. Ich weiß auch nicht, oder? Ja, also. Ja. So, Freunde, das war's mit dem Video. Wir hoffen, euch hat es gefallen, uns eklige Sachen essen zu lassen. It's raining man. Katzeratio Lady. Hallelujah, it's raining man. Halleluja. Sorry, aber es regnet gerade so doll, das ist echt aufregend. Ansonsten, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Das ist nämlich kostenlos. Und zudem könnt ihr gerne die Benachrichtigung anstellen, weil dann bekommt ihr immer mit, wenn ein neues Video von uns online ist. Erzählt euren Freunden, eurer Familie von uns. Das würde uns sehr freuen. Und dann könnt ihr uns gerne auch auf Instagram abonnieren. Und auf TikTok sind wir natürlich auch. Da laden wir auch stetig was hoch. Also folgt uns da auch. Ja, und nun ist es Zeit für die Kontaktaufnahme. Wir fangen an mit dem ersten Früchtchen, das wir heute grüßen. Und zwar ist das die Lina Sophie. Ich hatte ihn da. Nö. Sie begrüßt an dich. Grüße. Und jetzt bin ich über den Ketchup. Naja. Dann grüßen wir als nächstes die Charlie Ausrufezeichen. So heißt er. Das sieht auf jeden Fall. Ganz liebe Grüße an dich. Und zu guter Letzt grüßen wir die Mathilda Pelzer. Auch ganz liebe Grüße an dich. Und liebe Grüße. Euch gedrückt. Ansonsten ein wunderschönen nächste Woche wieder. Regnerischen Freitag. Ja, ach nee, wir sehen uns ja am Sonntag. Sorry. Ja. Ich bin manchmal ein bisschen durcheinander. Und wir haben auch ein Postfach, das könnt ihr gerne abchecken und in der Infobox, wenn ihr uns Schokolade schickt. Oh. Also, bis Sonntag. Tschüssi. So, jetzt wäre es an der Zeit, uns zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Danke. Ach ja, und wenn ihr noch mehr von uns sehen wollt, dann klickt einfach auf die Videos, die ihr unten seht.